E-Book selbst ist die Datei, auf der der zu lesende Inhalt gespeichert ist. Diesen Inhalt kann man auf verschiedenen Geräten lesen. Die meisten denken, man braucht dazu einen Reader. Und der Reader ist natürlich auch ein besonders gutes Gerät zum E-Book-Lesen, weil er extra dafür designt wurde. Auch auf dem Tablet lässt es sich gut lesen. Das werden viele schon auf Reisen festgestellt haben. Kann man einerseits die Reiseführer lesen, aber eben auch Romane, Gedichte und so weiter. Auf dem Gerät, was wir alle ununterbrochen bei uns tragen und auf das wir ständig glotzen. Die letzte Möglichkeit, ein E-Book zu lesen, ist die, die man vor allem beim Arbeiten nutzt, auf dem Laptop oder heimischen PC. Jetzt werdet ihr euch vielleicht auch fragen, was ist denn jetzt das Besondere an E-Books? Sind das nicht einfach elektronische Bücher, digitale Kopien von Sachen, die man auch gedruckt im Buchladen kaufen könnte. Das trifft für viele Bücher zu, für viele E-Books zu. Aber dann gibt es E-Books, die wirklich ganz spannend sind und die zeichnet aus, dass sie von Anfang an digital gedacht sind, dass sie eben mit den Möglichkeiten des E-Books spielen und Sachen anstellen, die man im Gedruckten nicht leisten könnte. Die Hausbesuchreihe zeigt das sehr schön. Man kann diese Mehrsprachigkeit machen. Also wenn ich jetzt einfach ein Leser bin, der gut Italienisch kann, dann klicke ich begeistert auf die italienische Übersetzung eines Textes. Dann merke ich, oh Gott, ich habe mich überschätzt, ist ein bisschen eingerostet, lese ich vielleicht doch lieber den deutschen Originaltext. Also dieses Hin- und Herhüpfen ist eigentlich ein ganz gutes Bild auch dafür, was E-Books können, dass der Leser viel mehr Beweglichkeit beim Lesen innerhalb eines Buches oder E-Books hat. Große Sorge vielleicht auch von euch, wenn ich mir bei diesem einen Hersteller das Gerät kaufe, mein erstes E-Book oder meine ersten E-Books in diesem einen Download-Store kaufe, bin ich dann nicht für immer an die gekettet? Das ist eigentlich ganz einfach, weil man kann jede E-Book-Datei, die man gekauft hat, aus deren System heraus auch auf der eigenen Festplatte speichern, eigenen Ordner dafür anlegen für E-Books. Und wenn man mal auf einem anderen Gerät lesen will und das eben ein anderes Dateiformat benötigt, gibt es die E-Book-Leseprogramme und Apps, mit denen man, da gibt es eine extra Funktion für Dateien in ein anderes Format umwandeln kann. Große Frage, wie finde ich interessante E-Books? Wenn ich jetzt einfach in einen Download-Store gehe und gucke, dann komme ich einfach in diesen Boost, wenn ich nicht interessante Suchbegriffe schon weiß. Da gibt es aber ein paar Kriterien, nach denen man schauen kann. Eine sind, dass man nach E-Originalausgaben schaut. Originals ist ein anderes Wort. Dann wichtig ist, dass es DRM-frei ist, also ohne Kopierschutz angeboten wird, damit man damit auch frei hantieren kann. Und die dritte sehr klassische Empfehlung ist, einfach nach Blogs zu schauen, die E-Books besprechen oder aber auch die Feuilletons durchsehen, weil die inzwischen auch E-Book-Originalausgaben besprechen. Wenn ihr schon mal ein E-Book gelesen habt oder mal jemandem über die Schulter geschaut habt, manchmal denkt man, wie sieht das denn aus? Das liegt daran, dass die Schriftgröße und die Schriftart, außer beim PDF-Format, wo es festgesetzt ist wie beim Buch, offen eingestellt sind. Der Verlag gibt zwar so eine Art Empfehlung raus und wenn man Verlagsschrift auf dem Gerät einstellt, dann sieht man das E-Book so, wie es vom Verlag damals gedacht ist. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, nach eigenem Geschmack und Belieben Schriftart und Größe auszuwählen. Man kann sagen, das E-Book ist in dem Moment so schön, wie ich es eingestellt habe. Was ist denn jetzt an E-Book so toll? Also man kann sagen, es macht das Publizieren in gewisser Weise vielstimmiger, auch gerechter. Man kann als Verleger, als Leser, auch als Autor sich einfach mal Sachen trauen, die früher nicht möglich waren. Und das ist eine ganz große Bereicherung. Auch dafür liebe ich E-Books.